Hallo meine Lieben, ich begrüße euch jetzt herzlich zu diesem Video und in diesem Video möchte ich dir wieder eine Simulation zeigen, und zwar einer ganz brisanten Situation in einer Psychotherapiesitzung, die du vielleicht noch nie, so hoffe ich doch, erlebt hast, nämlich die Klientin druckst eine Zeit lang herum und dann outet sie sich und sagt, die Therapeutin hat einen schweren Fehler gemacht und dann wirst du sehen, was das für ein Fehler war und warum es zum Therapieabbruch zu kommen droht oder auch wirklich kommt. Es kann ja sein, dass auch mal die Klientin die Therapeutin verlässt und dass die Therapeutin damit nicht so gut klarkommt. Es muss ja nicht immer so sein, wie in den meisten der Simulationen von mir hier gezeigt und thematisiert und von euch auch thematisiert und an mich herangetragen, dass man sich verlassen fühlt, dass man das Gefühl hat, die Therapeutin macht Schluss mit einem, sie verlässt einen, es wiederholt sich etwas, dieses Kindheitstraumas, das so viele Menschen haben, so viele von uns, sage ich mal, nämlich, dass man sich verlassen und fallen gelassen, nicht gut genug fühlt. Jetzt ist es mir aber noch wichtig, einen Hinweis zu geben, und zwar guckt doch mal, besucht doch mal und abonniert auch den Kopfologie, das heißt wirklich so, Kopfologie, lasst euch das Wort auf der Zunge zergehen, Kanal von meinem lieben Kollegen, dem Psychologen, er ist klinischer Psychologe, aber mehr über ihn werdet ihr auf seinem Kanal erfahren. Er heißt Michael Ross, der Micha nennt er sich auch. Er ist wirklich ein Psychologe, ein echter Psychologe zum Anfassen auf YouTube und der hat mit mir ein Gespräch geführt, wenn ihr da hingucken wollt. Ich verlinke euch das unten bzw. pinne es euch an. Jo, haben wir über Zoom gemacht, also ich war jetzt nicht da gewesen. So, los geht's. Wir gehen jetzt gleich in die Kopfologie, wollte ich sagen. Das ist jetzt in meinem Kopf hängen geblieben, dieses Wort Kopfologie. Kopfologie, irgendwie ein schräges Wort. Als ich es eingegeben habe, um das Video zu gucken, also diese Aufzeichnung von dem Michael Rost und mir, von unserem Gespräch, wo wir drüber quatschen, ob es vernünftig ist, auf YouTube als Psychologen, als Psychotherapeutinnen aktiv zu sein und ob Psychologie auf YouTube überhaupt Sinn macht, da habe ich eingegeben Kopfologie und dann kam immer Knopfologie so als Vorschlag. Also bitte nicht Knopfologie wie die Knöpfe, sondern wirklich Kopfologie. Jetzt aber die versprochene Simulation, meine Lieben. Los geht's. Wenn ich hier bin, bin ich in der Rolle der Therapeutin und wenn ich hier bin, bin ich wieder in der Position der Klientin. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch übrigens auch noch an der Stelle, bevor ich es vergesse. Oder wann immer ihr das Video guckt, einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Ich bin jetzt in der Position der Therapeutin. Sie haben gesagt, Sie möchten abbrechen, haben Sie mir schon vor 3 Wochen gesagt. Und wir haben jetzt auf meine Bitte hin, auf meine Einladung hin, nochmal eine Sitzung anberaumt, weil ich das nicht gut finde, wenn man einfach so abbricht. Ich möchte auch als Psychotherapeutin im Bilde sein, was sie gestört hat oder was unser Verhältnis verändert hat, was da anders geworden ist, sodass sie eigentlich jetzt das tun, wovor sie immer große Angst hatten. Sie haben immer gesagt, sie haben Sorge und Angst, dass ich mal aufhören könnte, diese Sitzungen fortsetzen zu wollen. Und jetzt machen sie es. Wie geht es Ihnen jetzt damit? Wie geht es Ihnen überhaupt? Wir haben uns ja jetzt 3 Wochen nicht besprochen, vorher hatten wir wöchentlichen Kontakt. Wie ist jetzt momentan die Lage bei Ihnen? Ist irgendwas in der Zwischenzeit Nennenswertes passiert? Kat, meine Lieben, du siehst, ich muss nur eine kurze Zwischenbemerkung einstreuen, Therapeutin ist einerseits um Normalität bemüht, sie schwankt so zwischen gleich zur Sache kommen und fragen, willst du noch bei mir weiterhin in Therapie bleiben und andererseits so eine Sitzung machen, as usual, wie geht's Ihnen, was bringen Sie heute mit? Irgendwie kriegt sie da meines Erachtens nicht so ganz die Kurve. Ich würde der Therapeutin, wenn sie bei mir in Supervision wäre, also sich Ratschläge holen würde von mir als erfahrener Kollegin, würde ich ihr raten, bleib mal bei einem Thema und spring nicht gleich ins kalte Wasser, sozusagen. Ne? Mach das ein bisschen subtiler. Gucken wir, wie es jetzt weitergeht. Ich gehe jetzt in die Position der Klientin. Ja, also es ist einiges vorgefallen. Also ich habe meine Mutter besucht und da gab es wieder Missverständnisse. Mein Vater habe ich im Pflegeheim besucht und meine Schwestern waren bei mir gewesen und das war ein total schönes Wochenende mit meinen Schwestern. Und ja, und dann gab es aber auch ein Missverständnis und dann, ja. Aber das ließ sich dann irgendwie aufklären, nur die eine Schwester, meine jüngere Schwester, ist jetzt etwas auf Distanz zu mir. Und Katma,
meine Lieben, ich unterbreche jetzt wieder. Wir spulen jetzt den Film vor. Es ist schon gegen Ende der Sitzung. Stell dir das bitte vor, diese beiden Therapeutin, Klientin sind jetzt schon am Ende der Sitzung. Wir haben jetzt so über das Leben der Klientin, über den Alltag, über ihr Daily Life, über ihre aktuellen Themen gesprochen. Und jetzt spricht die Therapeutin nochmals das Thema an, das Thema Abschied. Gucken wir mal. Ja. Wollen Sie jetzt einen Termin mit mir ausmachen, nächste Woche oder auch wieder im 3-Wochen-Rhythmus oder wollen Sie lieber aufhören? Lieber aufhören. Lieber aufhören, okay? Damit habe ich jetzt nicht so gerechnet, also schon ein bisschen, aber nicht wirklich. Jetzt würde mich schon interessieren, habe ich in Ihren Augen irgendwie einen Fehler gemacht? Oder hat sie was getriggert? Wie kommt es dazu, dass Sie diesen Wunsch plötzlich äußern, wo Sie ja vorher quasi nicht genug kriegen konnten und immer Sorge hatten, dass ich aufhören möchte? Ja, da gab es schon einen Grund, aber das war halt so, wir hatten einen Termin ausgemacht, das war Sonntag gewesen und sie hatten extra zu mir gesagt, 16.30 Uhr, zuerst sagten sie, glaube ich, 17.30 Uhr, dann haben sie mir geschrieben 16.30 Uhr einen Tag davor und 16.30 Uhr war ich halt bereit am Sonntag und dann war es 16.40 Uhr, 16.50 Uhr, ich habe ihnen schon geschrieben, getextet, kam nichts. Ja, und 2 Tage später haben sie sich dann bei mir gemeldet. Ups, ich habe es vergessen. Ne? Sie hatten es vergessen, ich glaube, sie haben es nicht in den Kalender eingetragen gehabt oder so. Das hat mich halt voll fertig gemacht, weil ich habe da halt. Was ist jetzt gerade passiert? Lassen Sie sich Zeit. Die Stunde wäre zwar von der Zeit her um, aber wir machen das jetzt noch weiter. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass Sie Ihre Gefühle jetzt zulassen, nicht verdrängen. Was ist denn passiert, als Sie mich nicht erreicht haben? Ist da etwas von früher wieder wach geworden? Wie haben Sie sich da gefühlt? Es ist eine Chance, wirklich. Es ist eine Chance, da jetzt hinzuschauen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, nicht einfach zu flüchten. Nicht vor mir nicht zu flüchten, wissen Sie, was ich meine, sondern vor den Gefühlen nicht schon wieder was auszunehmen. Was ist da passiert, als ich nicht erreichbar war und als ich auf die Sitzung vergessen hatte? Sie haben ja auch schon mal vergessen, aber ich gebe Ihnen recht als Therapeutin, das sollte keinesfalls vorkommen und ich entschuldige mich in aller Form. Ich hatte mich ja schon entschuldigt gehabt. Aber ich verstehe, dass da Gefühle hochgekommen sind und jetzt wieder hochkommen, wenn Sie nur dran denken. Bleiben Sie bitte mit mir in Kontakt. Das ist eine Chance, auch wenn es schwerfällt. Springen Sie über den Schatten. Ergreifen Sie bitte diese Chance, die sich jetzt eröffnet. Das ist keine Chance, das ist nur beschämend. Ich fühle mich wieder wie als kleines Kind. Auf die Schippe genommen. Verarscht. Alleingelassen. Was ist da für eine Chance dahinter? Ich war einfach nicht wichtig genug für sie. Nicht mal so wichtig, dass sie abgesagt hätten. So waren meine Gefühle. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich kann das nicht mehr haben. Ich kann dieses Risiko nicht eingehen, nochmal so tief unten zu sein, nur weil jemand auf mich vergisst. Das war so ein vernichtendes Gefühl. Weil sie ja immer für mich da gewesen waren und sie waren der einzige Mensch, wo ich blind vertraut hatte, wo ich mir sicher war, dass das nie vorkommen würde, dass sie mich einfach so abservieren. Aber Angela, ich habe sie doch nicht abserviert. Es war menschlich, allzu menschlich, es war ein gravierender Fehler. Ja, es war ein Fehler, es war ein Organisationsfehler. Das ist
Das war menschlich, das war nicht okay, ich weiß es, aber glauben Sie mir doch, ich bin für Sie da und es wird nicht mehr vorkommen. Ich werde akribisch darauf achten und wenn ich nicht krank oder sonst wie wirklich schwerwiegend verhindert bin, dann kann ich Ihnen zusichern, dass sich das nicht wiederholt. Das ist mir in 10 Jahren nicht vorgekommen, dass ich einen Termin nicht notiert hätte. Ich habe ja mein digitales System, da wird ja alles synchronisiert. Ich hatte es auch meiner Sekretärin, hatte ich es glaube ich nicht weiter. Ich weiß es nicht, ich will jetzt keine Rechtfertigungen suchen. Es ist passiert und Sie sind aber, und das ist jetzt die gute Nachricht, an Ihre Gefühle rangekommen. Zuvor war es doch netter Smalltalk zwischen uns, das war auch gut, das hat Beziehungen hergestellt. Aber wenn Sie jetzt wieder die totale Kehrtwendung machen und sich abwenden, dann wird sich da nie etwas ändern an diesem Beziehungsmuster, dass Sie letztendlich enttäuscht von dieser Welt sind. Ich wende mich jetzt dir zu und spreche noch eins zu eins mit dir in der Rolle der Psychotherapeutin. Also stell dir nochmal vor, du bist in der Position der Angela und die Psychotherapeutin spricht nochmal zu dir. Angela, das ist eine Chance für Sie. Sie sind an Gefühle rangekommen, die zugegebenermaßen sehr, sehr schlimm für Sie sind. Aber wir wären in der normalen Situation einer Therapiesitzung. Nein, ich will jetzt nicht mein Versäumnis schönreden, sondern es ist wirklich so. Also ich bin überzeugt davon, dass das eine Chance ist, Angela. Hört sich bescheuert an, es ist eine Chance, weil Sie werden nie in unserem normalen Setting, wo wir uns so nett und harmonisch unterhalten hatten und Sie mir gesagt haben, Sie vertrauen mir blind. Und das wäre noch nie so gewesen wie mit mir. Ja, da haben Sie mich idealisiert und da haben Sie erwartet, dass ich wie ein Übermensch immer funktioniere. Und jetzt sind Sie sowas von enttäuscht worden von mir. Ja? Und jetzt geht es aber darum, nicht dem Fluchtreflex zu folgen wie sonst und zu sagen, die ist auch nichts wert. Mich nicht abzuschreiben, sondern in Kontakt zu bleiben. Springen Sie über den Schatten, Angela. Brechen Sie nicht ab. Brechen Sie nicht deswegen ab. Das ist ein Missverständnis, das können wir besprechen. Wir können daraus was machen, konstruktiv, glauben Sie mir. Kat, meine Lieben, du siehst, die Therapeutin ringt um etwas. Wenn aber Angela sich davon nicht überzeugen lässt und so im Schmerz ist, dann bringt es auch nichts zu insistieren, weil das wäre ja dann auch wieder, wie soll ich sagen, so ein grenzüberschreitendes Verhalten, wenn dann die Therapeutin die ganze Zeit sagt, ja, Sie müssen bleiben und wir müssen drüber sprechen und es ist doch so toll, dass Sie in Ihre Gefühle rankommen, dann passt der Zeitpunkt vielleicht noch nicht. Dann ist Angela noch nicht bereit, sich das näher anzuschauen, vielleicht bei der nächsten Therapeutin oder dass sie tatsächlich im halben Jahr, ja, nochmal auf diese Therapeutin zukommt, wenn sich da was in ihrem Inneren verändert hat, was zu wünschen und zu hoffen ist. Denn eine Psychotherapie ist halt kein Harmonisierungsverfahren, sondern gibt es halt auch Reibung zwischen den beiden. Weißt du, was ich meine? Also Psychotherapie bedeutet ja nicht, dass die Therapeutin perfekt ist und du machst die ganze Zeit Fehler und darüber wird gesprochen in deinem Leben oder auch in der Sitzung, sondern es kann auch sein, dass die Therapeutin mal einen Fehler macht und es war ein Fehler, einen Termin zu versäumen. Aber deswegen ist es kein Weltuntergang. Es hat sich eher etwas gezeigt, womit man dann in der Psychotherapie gut arbeiten kann, wenn tatsächlich ein Vertrauensverhältnis vorher schon hergestellt wurde, wenn das so bröckelig ist, wie im Fall von Angela und ihrer Therapeutin jetzt in dieser Simulation gezeigt, dann macht es vielleicht wirklich keinen Sinn, hier weiterzumachen, weil dann ist Angela einfach noch nicht so weit, ihr Vertrauen zu schenken, beziehungsweise hat sie noch dieses overwhelming emotional thing, weißt du, ist sie so wie von einem Tsunami weggeschwemmt, von ihren eigenen Gefühlen der Hilflosigkeit, der Abhängigkeit, dass sie keine andere Lösung findet, als wieder in die Vermeidung zu gehen, ins Vermeidungsverhalten, sprich Cut, nicht mehr mit der Therapeutin in Kontakt zu sein, sie quasi zu vernichten, die Therapeutin dem Erdboden gleich zu machen, beziehungsweise diese Beziehung, die Angela wahrscheinlich als ihr Versagen empfindet, so quasi, ich bin nicht gut genug, ich war es nicht wert, dass sie sich den Termin notiert hat, auch wenn sie von der Vernunft her weiß und auch von einer oberflächlichen Ebene der Therapeutin vielleicht sogar zugehört und geglaubt hat, dass es nicht so ist, emotional sieht es anders aus, da kann sie es einfach noch nicht glauben, dass sie es wert ist und dass es einfach ein Fehler war. Ja? Menschliches Versagen, wenn du so willst, kann auch in einer Psychotherapie vorkommen. Wichtig, sprich darüber. Friss es nicht in dich rein und mach nicht so eine Kehrtwendung wie Angela. Es ist schade um das, was ihr bereits erarbeitet habt, wenn ihr schon länger Zeit zusammengearbeitet habt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag oder eben wie schon gesagt Tag, Abend, Morgen, was auch immer, wann immer du das guckst. Und guck doch auf den Kopfologie, nicht Knopfologie, Kopfologie, jetzt kriege ich es nicht mehr raus. Ich liebe dieses Wort irgendwie. Auf den Kopfologie, wie Psychologie, Kanal von Michael Rost. Tschüss, bis gleich. Ich freue mich auf dich.